Nein, 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 nein. Ich kämpfe schon, ich kämpfe schon. Kämpfe, kämpfe, kämpfe. Oh Gott, nein, es sind zu viele. Es sind zu viele. Mist, 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 Mist. Ach du Heiliger. Oh, war ja weg hier. Oh Mann. Fuck. Aber das sieht eigentlich ziemlich gut aus. Ich meine, war ich hier nicht bei dem Bosskampf gewesen? Hier, oder? Wo bin ich denn hier gelandet, sag mal? Der Wal hat mich genau erwischt, der sieht. Der sieht dezent aus wie der Wal aus Metal Gear Solid 5. Wahrscheinlich weiß ich, es ist aber auch so eine Art Game Over. Wer weiß. Oder aber ich stoße vielleicht auf ein Secret, wer weiß. Mal gucken. Echt leicht, das irgendwann ein anderes Mal hoch als verlorene Aufnahme. Also darauf wäre ich echt nicht gekommen. Also ist das der richtige Weg, oder was? Wenn du da draußen alles gibst, besteht noch Hoffnung für uns. Baby, sei bitte ruhig. Ja, willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Death Stranding. Wie es aussieht, habe ich durch Zufall einfach mal den richtigen Weg gefunden. Aber bevor mein Baby hier noch komplett durchdreht und komplett kollabiert, werde ich mein Baby einfach mal kurz beruhigen und dann geht es sofort weiter, ja. Alter Schwede, ich bin auch total geflasht. Wie bitte, das war jetzt die richtige Lösung gewesen? Ich habe es einfach nicht hinbekommen, die ganzen Teerdinger abzuschütteln. Und jetzt bin ich auch mal hier gelandet. Und das soll der richtige Weg gewesen sein? Alter Schwede. Das sind halt Sachen, die darfst du eigentlich gar keinen erzählen, ey. Ja, ich wurde durch Zufall von diesen Teerdingern gegriffen, ne? Und jetzt bin ich scheinbar auf dem richtigen Weg. Alter. Aber okay, von mir aus. Hauptsache, es geht weiter. Mit dem kleinen Let's Play-Projekt. Aktuell bin ich ja immer noch großes Let's Play-Projekt. Das ist ja immer noch Borderlands 3. Mit 50 Videos, also ah! Anschließend, wir haben es eilig. Lu, wir müssen uns wieder beeilen. Katastrophe. Alter. Jetzt mal erst, das soll bestimmt irgendwie eine Anspielung auf den Wal aus Metal Gear Solid 5 sein, wetten. Lang, wo geht's lang? Einfach zum Ende kommen. Okay. Versuche ich mal. Die Viecher sind alles so, als ob die auch direkt aus dem Albtraum stammen würden. Ein Albtraum von Hideo Kojima. Jetzt peinigt er die ganzen Spieler damit. Ich will einfach nur weg, ich will einfach nur weg, ich will einfach nur weg. Alter Finne. Ganz ruhig, Lu. Wir schaffen das hoffentlich. Wir müssen da hochkommen. Lu, du bist keine Unterstützung. Sei ruhig, Lu, bitte. Sei bitte ruhig. Na, ich habe ich keine Kryptoten dabei?
schade. Okay, nichts damit heilen, wir müssen uns einfach so durchschlagen. Okay. Einzelkämpfer, das kriegen wir hin. Ausgebildeter Einzelkämpfer. So. Das ist eine Art Rambo. Guck dir das an! Aber gut, das sieht wie ein kleiner Weg aus. Das dürfen wir doch eigentlich hinkriegen, oder? Blutpaket wäre auch natürlich nicht verkehrt. Ich habe absolut kein Blutpaket bei mir. Ach, Doppelsprung geht auf einmal. Wow. Wow. Wir sind fast am Bonfire. Und überall sind diese Gefräßiger und Randia, beziehungsweise Wale. Warte, die kenne ich von irgendwer, die kenne ich. Lady in Red, ich kenne sie von irgendwoher. Was ist jetzt? Ist das jetzt der große Game-Over-Bildschirm? Vermutlich bin ich gerade gestorben und darf gleich nochmal alles wiederholen, was ich gerade eben gemacht habe. Gut, dann lade ich diese Aufnahme nicht hoch. Dann werde ich diese Aufnahme verwerfen und dann... Ja, dann war es das halt, ne? Gut, kurz mal Tee trinken und dann starten wir gleich eine neue Aufnahme. Muss ich mir halt andere Gedanken machen, wie ich darüber komme, über dieses Teerbecken. Sei nicht so laut. Du willst das arme Mädchen doch nicht verscheuchen, oder? Sie ist da drin. Ich kann sie riechen. Sicher weiß ich das natürlich nur dank deines großartigen Netzwerks. Du bist ein Segen.
danke dir von Herzen. Oh, Sam Bridges. Oh, Vorsicht. Der Inhalt ist zerbrechlich. Wie die Welt und alles in ihr. Ich bilde keine Ausnahme. Ich trage auch nicht als Einziger eine Maske. Da gibt es deinen Boss. Diese Frau. Und... Oh, vergessen wir dich nicht. Ist okay. Ich weiß, es ist nicht leicht, ständig eine Maske zu tragen. Aber jetzt kannst du sie ablegen, oder? Erinnerst du dich? Nein. Arme kleine Amelie. Sie versteckt sich an einem Strand in der Nähe. Weißt du was? Liefern wir uns doch ein Rennen. Der Sieger darf das Ende aller Tage einleiten. Nichts reinigt den Geist besser als ein bevorstehendes Aussterben. Das macht die Leute ehrlich. Bald sind Masken überflüssig. Aber ich frage mich, wirst du dem Tod ins Auge blicken? Wirst du blinzeln? Ja. Wir müssen unseren Weg, den Weg zu Amelies Rettung, unbeirrt fortsetzen. Die Anbindung des örtlichen Verteilerzentrums als Netz hat Priorität. Bis wir am Ziel und alle verbunden sind, wird Hicks es schwer haben, zu Amelie zu gelangen. Sie dürfte sicher sein. Also lass dir Zeit und mach es richtig. Na, super. Okay, also bin ich doch auf dem richtigen Weg. Okay, ja. Da kann ich euch nochmal herzlich willkommen heißen, oder? Einfach mal richtig willkommen heißen, aus tiefstem Herzen. Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Death Stranding. Ich habe seltsamerweise den richtigen Weg hier gefunden und kann es einfach nicht glauben. Da haben mich die Viecher einfach ins Wasser gezogen, ich musste einem Wal ausweichen und jetzt bin ich hier. Es war der richtige Weg. Na gut, verbinden wir uns erstmal hier mit diesem System. Was dauert so lang, Sam? Verbinde deinen Cupid mit dem Terminal und bring den Ort ins Netz. Warum so ungeduldig? Mensch, der bildet sich aber ganz schön was ein, ne? So. Und dann gehen wir erstmal ordentlich duschen. Alter Falter, wir sind auf einem neuen Kontinent. Ja, jetzt sind wir ganz im Westen, genau. Okay. Oh, Granatwerfer, sehr schön. Gute Arbeit, Sam. Du hast es so weit geschafft wie Bridges 1. Weiter westlich waren wir nie. Kaum zu glauben, dass dieses Verteilerzentrum in Betrieb ist. Jedenfalls hast du Edgenort City fast erreicht. Dein letztes Ziel. Wo dich Amelie erwarten sollte. Lächeln, Sam. Nur noch ein weiterer Ort. Und ein letzter Einsatz für den Cupid.
Auch wenn du dafür noch etwas anderes brauchen wirst. Wie dem auch sei, über das landesweite Netzwerk kommt ihr nach Hause. Aber denk dran, dass du Higgs wahrscheinlich Amelies Aufenthalt verrätst, wenn Edge not online geht. Du musst vor ihm zu ihr gelangen. Überprüfe in deinem Raum deine Ausrüstung. Wenn du bereit bist, geben wir dir, was du brauchst. Verlass das Verteilerzentrum nicht, ohne den Auftrag anzunehmen. Deine Arbeit wird... Alles klar. Zeit für eine Dusche. Duschen, Granatwerfer einpacken und dann ist der Typ dran. Ey, er ist auch ein Mensch. Er kann auch bluten, ja? Der kocht bestimmt auch nur mit Wasser. Sam, bist du da? Amelie. Hörst du mich? Sam. Hier drüben, Amelie. Das Netzwerk ist fast vollständig. Nur noch ein Knoten fehlt. Und dann ist Amerika wieder vereint. Habe ich dir je meinen richtigen Namen gesagt? Ich wollte... Das ist Amerigo. Nach Amerigo Vespucci. Dem Mann, der den Kontinent entdeckte. Ich dachte, das war Kolumbus. Nur, dass Amerigo ein Schwätzer war. Er log. Amerika ist eine Lüge. Amelie. Ich bin am Strand, Sam. Unser Strand. Dort, wo ich geboren bin. Higgs wird mich hier nicht finden. Das kann er nicht. Also keine Sorge. Bring den letzten Cupid nach Edgenot City. Beende, was wir begonnen haben. Danach treffen wir uns in deinem Raum im Verteilerzentrum. Du musst noch etwas wissen, Sam. Ich habe Dinge vor dir verheimlicht. Eine Maske getragen die meiste Zeit. Alles, was Higgs über mich gesagt hat, ist wahr. Ich könnte alles zerstören. Uns, die Menschheit. Das Aussterben, das ist, was ich bin. Was soll das denn bedeuten? Aber ich will das nicht sein, Sam. Ich will nur, dass du und ich und alle Menschen auf dieser Welt eins sind. Sam. Versprich mir, dass du mich aufhältst. Lass mich nicht alles zerstören. Ich warte auf dich am Strand. Amelie. Amelie. Ihr habt's gehört, noch ein Knoten, Männer. Endspurt. Sehr schön, jetzt bitte nochmal anständig duschen, pinkeln, Zähne durch Monster Energy zerätzen, Cappy aufsetzen, E-Mails checken und dann geht's weiter. Dann retten wir die Welt und dann ist das Spiel vorbei, hoffe ich mal, glaube ich, keine Ahnung. Keine Ahnung, was wir als nächstes spielen. Auf jeden Fall Obelix und Asterix XXL3 waren eine ziemliche Enttäuschung gewesen. Ich will auf jeden Fall die 40 Euro wieder haben, darauf bestehe ich. Und, ach nee, Shenmue 3, stimmt, das gab's ja auch noch. Keine Ahnung, ob mich das abholen wird oder ob es eine Enttäuschung wird. Wir schauen mal. Na, vielleicht im Laufe des kommenden Tages, am Samstag, mal gucken. Aber ich habe das noch nicht irgendwo im Laden gesehen, das Problem. Von dem her, vielleicht kann man sich das aber auch online downloaden, ne? Also über PSN Store. Wo wiederum das Problem ist, dass wenn es mich enttäuschen sollte, dann kann ich es leider nicht umtauschen. Weil das Problem hat ja jetzt mit Obelix und Asterix gehabt. Da ich mir das Ding gedownloadet habe, kann ich jetzt nicht einfach so zurück in den Laden gehen und sagen, ach, war doch das falsche Geschenk für meinen Enkelsohn. Ja, ja. Hm. Neffen. Neffe, nee, Neffe. Das ist ja der Sohn meines Bruders, ist für mich der Neffe. Genau. Enkel wäre es ja, wenn ich einen Sohn hätte, der ebenfalls einen Sohn hat. Dann wäre es der Enkelsohn. So.
Ach komm, noch einen leckeren kleinen Krybioten, komm. Lecker, lecker, lecker. Und nur so, falls jemand fragt, ne? Also, warte mal, gucken, wie er das Ding reinmacht. Ja, das wollte ich sehen, das ist cool. Nur so, falls jemand fragt. Nein, mein Bruder hat keinen Nachwuchs. Aber erst mit einer... Nein, okay, gut, ich soll aufhören zu reden. Okay, gut, dann lasse ich das. Dann checken wir die E-Mails. Gut. Aber er ist in einer Beziehung mit einer Frau. Und diese Frau verbietet ihn, mich zu sehen. Und den Rest seiner Familie. Aber pst. Erzählt es mal nicht weiter. Ja, Interviews, ey. Da habe ich noch übelst viel, ey. Das muss ich mir alles noch irgendwann mal durchlesen. Katastrophe. Speicherchips. Oh Gott, ich habe nur noch einen. Warte, warte, hier. Den habe ich doch hier entschlüsselt. Genau, was haben wir hier? Das war's voll wert. Oh, Motorrad. Hallöchen. Vielleicht sehen wir auch irgendwo das Motorrad von Eva oder Schrägstrich Big Mama von Metal Gear Solid. So, wir gehen hoch und nehmen mal den letzten Auftrag an, nicht wahr? Privaten Raum verlassen. So, dann setzen wir die letzte Verbindung und haben das Spiel, glaube ich, hinter uns. Mal gucken. Ja, der Typ da lebt auch noch. Ich korrigiere mich. Mads Mikkelsen ist ja eigentlich schon tot, ne? Anger. Er hieß ja, glaube ich, Unger. Clifford Anger hieß der ja, ne? Bist du noch da, Sam? Yep. Nimm den Auftrag am Terminal an, bevor du aufbrichst. Sonst kannst du den Job nicht abschließen. Lass mich vorab speichern, Kumpel. Das A und O. Wir wollen ja nicht unterwegs sterben. So. Aktiviere Terminal. Auftrag annehmen. Mission 63. Oh, komm. Der letzte große Marsch. Da ist es, Sam. Edge Nord City. Das letzte Teil des Puzzles. Um sie ins Netz zu integrieren, reicht dein Qubit allein allerdings nicht aus. Du musst auch einen Netzwerkaktivierungsschlüssel liefern. Aus Angst vor terroristischen Übergriffen haben wir ihn sicher verwahrt. Er liegt in diesem Verteilerzentrum und verstaubt. Bis heute. Hol ihn am Terminal ab und bring ihn nach Edge Nord City. Glücklicherweise scheinen die automatisierten Systeme im Verteilerzentrum noch zu funktionieren. Nach dem Einsatz des Schlüssels sollte automatisch eine Verbindung zum Hauptnetz hergestellt werden. Ein Wort der Warnung, Sam. Der Aktivierungsschlüssel ist einzigartig. Es ist vollkommen unmöglich, einfach einen neuen zu drucken. Er ist ein Unikat, unersetzlich. Du darfst ihn unter gar keinen Umständen verlieren und auch nicht kaputt machen. Hast du verstanden? Wenn es je eine Lieferung gab, die ankommen muss, dann diese. Wir zählen alle auf dich. Heiße Ware, okay. Oh. Ein ferngezündeter Granatwerfer. Er verschießt Explosivgeschosse, wie du vielleicht schon erraten hast. Man kann ihn je nach Bedarf mit einer Vielzahl unterschiedlicher Geschosse laden. Und ja, die Geschosse zündet man dann manuell aus der Ferne, nachdem man sie verschossen hat. Brauche ich das eigentlich? Ich meine nur. Aber Waffen, also es war bis jetzt immer so gewesen, dass Waffen, die ich unbedingt benutzen muss, die wurden mir eigentlich bereitgestellt. Ach.
Okay. Hey, das könnte ein Baby sein, oder? Ist da auch so ein Baby drinne? Könnte ja sein. Gut, den Rest muss ich wieder am Körper verteilen. Moment, das packen wir. Genau, Anzug, das befestigen wir hier an der Schulter. So, und das hier ebenfalls. Das packen wir jetzt hier so an die Schulter. Moment. Das packen wir uns hier hin. Genau, die Leiter packen wir uns da zum Werkzeug. Genau, und der Werkzeughalterung. Genau. Ich glaube, die kann ich mir so am Bein befestigen, oder? Beziehungsweise, die hau ich mal. Ich hole mal. Warte mal. Wie viel habe ich denn? Eins, zwei. Ich habe zwei Stück. Warte mal. Drei. Dann packe ich das hier mal in den Spind rein. In den privaten Spind lagern. Da packe ich mir das hier ans Bein. Kann ich das, glaube ich, noch machen, ne? Genau, an die Hüfte. Sie ebenfalls am Anzug befestigen. An die andere Hüfte. Genau. Okay, gut. So können das klappen, beziehungsweise Wärmepad, das kann ich mir, glaube ich, noch woanders hinpacken. Gut auch nicht. Gut, dann bleibt es alles auf dem Rücken. Gut. Ja. Obwohl Wärmepad bei der Umgebung. Nee, braucht doch eigentlich nicht. Hier, komm. Privaten Spind. Lastenschweber. Komm, die packen wir auch mal im privaten Spind. Na ja, komm, bei den paar Metern, da reise ich doch mit leichtem Gepäck. Von mir aus kann es losgehen. Auf geht's. Zehntausend bis in die Air. Boah, vielleicht hätte ich mir noch ein Motorrad erstellen können. Aber die paar Meter, die laufe ich doch zu Fuß. Vielleicht finde ich hier unterwegs noch ein Fahrzeug von anderen Mitspielern. Diese Cheerleader. Ja, gute Laune, ihr kriegt heute mal ein Like. Was das wohl zu bedeuten hat. Okay, wir schauen mal. Tribioten, Moment, ganz wichtig. Oh Gott, einsammeln. Meins, 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 ganz wichtig. Ja, die heilen und wie die heilen, das ist richtig gute. Gute Eiweißspender. Einsammeln. Wir hatten ja gerade das Thema gehabt, immer schön einsammeln. Zack, zack. Mensch, das war richtig viele. Na gut, also ich werde zumindest schon mal nicht verbluten. Das ist ja auch gut. Genau. Da lang. So unterwegs. Ich krieg heute alle mal ein Like, ich habe gute Laune. Ach, GDs. Oh, die ignorieren wir mal. Wir rennen einfach durch, komm. Wir schleichen uns mal durch. Und durchtrennen Nabelschnüre. Ruhig. Schreckt mich jedes Mal aufs Neue. Spürst du das? Ah, die dunkle Seite ist stark. Ein mächtiger Sith wird aus dir werden. Strecke mich nieder mit all deinem Hass. Ja. Hier scheint alles safe zu sein. Aber wahrscheinlich, weil sobald ich da durchgehe, ey, da kommen irgendwelche Viecher auf mich zu. Aber gut, ich kann ja die Nabelschnur durchtrennen. Das ist ja erst gut dran. Hehe. Ganz ruhig. Wir bleiben ganz ruhig. Ganz gechillt. Ich bin jetzt nicht aufgestanden. Als ob. Jetzt habe ich Angst.
Luft anhalten. Oh Gott, oh, ich will gar nicht wissen, was die mit mir anstellen, wenn die mich erstmal erwischen. Oh Gott. Ich will das jetzt gerade wirklich nicht, ne? Okay. Renne, renne, renne. Ich hab Angst, ich hab Angst. Renne. Luft anhalten. Ah, noch mehr. Ganz ruhig. Wie wollt ihr das mal mit dem Wettrennen? Jetzt muss ich der Typen mal an die Backen nageln. Das ist so. Das ist voll eklig. Ich werde auch mal wieder durchlaufen, ich. Oh Gott. Igitt. Wir balancieren da einfach mal entlang. Geister. Ich hab's kapiert. Weißbrot. Schaffen wir den Sprung auf die andere Seite oder werden wir von den Viechern zerquetscht? Wir können sie auch einfach abseilen, ne? Einfach wär's doch. Aber komm, ich will mal was wagen, ich will mal was probieren. Spring auf die andere Seite! Ja, Mann! Ich glaube, da muss ich jetzt zu denen wechseln. Okay, here I go. Wir seilen uns ab. Na bitte. So, weiter geht's. Nur ganz kurz. Ganz kurz die Luft anhalten. Ganz kurz. Puh, okay. Da drüben ist mein Ziel. Okay, ich muss irgendwie durch die Gebäudeschluchten kommen. Ach, hier hat schon jemand was hingestellt. Sehr gut. Da gehe ich doch mit großer Vorfreude rüber. Ja. Luft anhalten. Igitt. Pfui. Oh, ist das eklig. Schon total widerlich, ich weiß, aber ziehst du rein, immer schon rein da. Stell dir vor, es wäre von KFC. Oder Subway. Oder stell dir vor, es wäre ein schöner McRib. Lecker. Oh Gott. Oh Mann. Ausgerechnet jetzt, wa? Jetzt haben die aber den Arsch offen, wa? Jetzt ab hier. Ah, Gleichgewicht halten und immer schön schlagen. Scheibenkleister, okay. Okay, wir wissen zumindest, was passiert, wenn wir es verkacken. Wenn wir es verkacken, haben wir es richtig verkackt. Okay, ist gut zu wissen. Ja, selbst ich bin nicht perfekt. Keine Ahnung. Ach Gott, muss ich wirklich von hier aus wieder anfangen? Ach Gott. Ausrüstung herstellen. Kann ich vielleicht irgendwie was zum Schnellen? Nein, kann ich nicht. Okay.
Aber warte, warte, ich hab doch hier mein Sprinter-Ding. Warte mal, das mache ich nochmal schnell. Rüstung herstellen, das Sprinter-Ding, das hätte ich gerne. Pass auf hier. Oh, das ist das Sprinter-Ding, das war das Kraft, Geschwindigkeit, das Ding wollte ich haben. Pass auf. Nicht das hier, stehe ich mir einmal her, pass auf. Zack. Dann lege ich das einmal an, das Sprinter-Ding, genau. Genau, das Sprinter-Ding, genau. Und das andere Ding, das, genau, das ist ausgerüstet. Das. Okay, gut, passt. Weil damit kommen wir sehr schnell von A nach B, das ist gut. Sehr schön, wir sprinten einfach durch. Speedrun, ich mache jetzt einen Speedrun. Nee, nur Spaß. Ich versuche mich trotzdem mal ganz schnell vorwärts zu bewegen. Kriegst ein Like. Sam, wir sind erst in der Patsche, wenn wir da durchgegangen sind. Wir können erstmal noch ein bisschen rennen. Wir können das nicht irgendwie überspringen, das nervt jedes Mal. Ganz ruhig bleiben, ganz ruhig. Ich bin ganz ruhig. Genau, jetzt kommen diese ekligen Dinger. Okay, das überspringen wir mal. Überspringen, so. Wir sind wieder hier. Speichern können wir nicht, weil wir im feindlichen Gebiet sind, nicht wahr? Genau, okay, gut. Das heißt, wir versuchen wieder durchzukommen. Es kommt direkt auf uns zu, weg hier. Das ist so widerlich. Vor allem, ich habe mich vorhin gewehrt und ich konnte mich einfach nicht gegen diese Viecher wehren. Sehe nicht wie diese Viecher am Strand, da konnte ich auch nichts mehr machen. So, und die hatten mich dann auf einmal gehabt. Die hatten mich gehabt und ich konnte mich wehren, wie ich wollte, und dann war ich weg vom Fenster. Klettern, klettern, Luft halten, klettern. Pfui. Halten, genau, Moment. Alter! Ganz ruhig. Ach, guck mal an, was die Spieler hier hingestellt haben. Bis auf der anderen Seite. Oh, da haben die hier was richtig Schönes aufgestellt. Ey, warte, das ist noch eine gute Idee. Ey, warte, da muss ich hin. Warte mal. Oh, warte mal, ich kann auch selber so ein Ding aufstellen. Warte mal. Stell ich hier das hier hin? Warte mal. Genau. Haha. Warum nicht? Und bau schneller, Kumpel, komm schnell. Er kommt. Konstruktion abgeschlossen. Perfekt. Immer damit interagieren, genau. So. Und jetzt bring ich mal zur anderen Seite. Zack. Mal gucken, hat hier noch irgendwo jemand das hingestellt? Nee, ne? Da kann ich nur. Ach Mensch. Okay, das ist blöd. Aber gut, wir sind auf der anderen Seite, das ist immer so verkehrsbedeutend. Ich werde da drüben noch irgendwas aufstellen und dann, falls wir das nochmal verkacken sollten, haben wir da wenigstens die Möglichkeit, dahin zu gelangen. Ein Seil wäre nicht verkehrt. Ein Seil haben wir natürlich. Moment. Nicht genug Platz. Oh, warte, jetzt. Jetzt geht's. Bam. Hä, was? Wie?
Es ist weg, okay. Beziehungsweise, ich habe jetzt da unten noch eins hängen, nicht wahr? Seil nehmen. So, wir seilen uns mal ab. Hui. Ja, ich weiß, mein Seil hing irgendwo da drüben rum. Naja. Kurzer Zwischenstopp. Okay, ganz ruhig. Okay, wir sind wieder hier. Wir sind wieder hier an der Stelle. So. Das ist so widerlich. Aber ich bin safe, solange ich hier stehe. Das ist gut. Okay. Das ist die Leiter. Genau, auch immer. Obwohl, warte mal, vielleicht können wir uns da auch einfach untenrum durchschlagen. Das ist ein weiter Weg. Da ist noch eine Leiter, okay. Und wo will der Spieler uns dorthin lotsen? Nach unten, okay. Irgendwie möchte uns jeder nach unten führen. Von mir aus. Dann gehen wir mal unten entlang. Aber ob das so eine gute Idee ist, ich weiß ja nicht. Ich glaube ja, dass wir sterben werden. Pass auf, dann gucke ich mal. Dann kommen wir hier vielleicht. Ach, keine sichere Verbindung. Okay, darum könnten wir uns auch nicht damit verbinden. Okay. Bei meinem Plan habe ich bereits erzählt, dass wir dann hier vielleicht so ein Ding hinstellen, aber. Gut, wenn es nicht möglich ist, dann lassen wir es mal. Luft anhalten. Ja. Da geht's auch nach. Okay. Sehr schön. Da geht's nicht hoch. Schade. Da schreit alles nach Tod, da kommen wir nicht durch. Okay. Och, Alter. Ist das eklig. Da müssen wir hoch, da müssen wir hoch. Okay. Da waren wir beim letzten Mal, Wir müssen jetzt wirklich aber auf der Hut sein, denn ich habe keinen Bock, den ganzen Weg nochmal zu laufen. Ansonsten kann ich auch ein Let's Play von Dark Souls machen, wenn ihr sehen wollt, wie ich immer wieder an derselben Stelle vorbeilaufe, um hinzukommen, um damit zu sterben. Das möchte doch keiner sehen, sind wir doch mal ganz ehrlich. Hier sind wieder diese klassischen GDs, oder? Ja, hier sind wieder diese klassischen, okay. Ey, uns hat gleich der erste hier gewischt, natürlich. Jetzt haut doch mal ab hier. Natürlich, es klappt nicht, es klappt nicht, es klappt nicht, okay. Ich hab's kapiert, ich hab's kapiert. Och, Mann! Vor allem, es war der erste. Wir haben es noch nicht mal ansatzweise geschafft, ne? Wenn wir wenigstens eine große Strecke geschafft hätten, ja, dann wäre es natürlich in Ordnung. Aber nee, uns hat gleich der erste erwischt. Der erste Trottel, der da rumgestanden hat. Ach Mann, das regt mich auf. Gut, wir probieren es nochmal. Ganz ruhig, Sam, ganz ruhig. Das war alles nur ein Albtraum. Du bist nicht gestorben. Ganz ruhig. Ach nee, aber ich habe jetzt keinen Bock, nochmal die ganzen Gegenstände neu zu verteilen, oder? Habe ich das Sprinter-Ding angelegt? Ich habe nicht das Sprinter-Ding. Ach Gott, jetzt muss ich die ganzen Gegenstände neu verteilen. Ach Gott. Nochmal. Okay, also Ausrüstung herstellen. Wir hatten letztes Mal das Sprinter-Ding angelegt gehabt. Das Sprinter-Ding, wo war das nochmal? Das war hier, das war hier irgendwo. Ich glaube, das hier war das genau. Sprinter-Ding, so, herstellen bitte. Danke. Dann legen wir das auch mal gleich an. So. Fertig. So, weiter geht's.
Na schön, probieren wir es nochmal. Wir probieren es nochmal. Ich speichere vor, diesmal aber nochmal ab. Ich speichere nochmal ab, bevor wir da reingehen. Hier beim Generator. Ich glaube, ich speichere hier nochmal ab. Ja, ich werde es auf jeden Fall nochmal probieren. Und wenn ich jetzt nicht schaffen sollte, dann werde ich offscreen versuchen, so weit zu kommen, wie es nur geht. Und dann starte ich die nächste Aufnahme. Mal gucken. Weil ich möchte jetzt auch keinen Part machen, wo ich die ganze Zeit nur sterbe und die Mission scheitert. Das möchte ja keiner freiwillig sehen, ne? Ich kann mir jetzt sogar schon vorstellen, dass einige Leute von euch bereits gelangweilt sind, weil ich hier nichts reiße. Aber hey, so ist es. Ich spiele das Spiel ebenfalls zum ersten Mal und ich habe keinen blassen Schimmer, was alles auf mich zukommt. Das überspringen wir, genau. Ich versuche einfach mal durchzurennen, mal gucken. Vielleicht habe ich es einfach nur falsch angegangen, vielleicht ist einfach nur durchrennen die beste Idee. Blue hat großen Stress. Okay, aua. Einfach weiter, komm. Wow, das war cool. Renne. Bam. Mitnehmen. Idioten, alle mitnehmen. Autsch. Hey, das Ding, was ich aufgespielt habe, ist auch verschwunden. Mist. Springen auf die andere Seite. Huah. Perfekt. Vorsichtig. So, jetzt gehen wir hier runter. Schön abseilen. Und loslassen. Sehr schön. Und wir rennen weiter. Wir rennen einfach nur durch. Ah, wir verlieren das Gleichgewicht. Renne. Wir rennen hier einfach nur durch. Ganz ruhig. So. Gleich sind wir wieder an besagter Stelle. Wir stolpern wieder. Nicht explodieren. Oh, ich sag noch, nicht explodieren. Die explodieren einfach. Schöne Kribioten her, immer schön her damit. Das sind Eiweiße, die möchte ich unbedingt. Genau, perfekt. So. Nochmal letzter Versuch für dieses Video. Wenn es diesmal nicht klappt, dann werde ich offscreen versuchen, diese Passage zu schaffen. Also gut. Wir wissen, da drüben ist so ein Spaten. Da seiten wir uns so weit, wie es nur geht, hier links an der Wand. Ja, ist in Ordnung. Ruhig weiter, ich habe auf dem Schirm. Den müssen wir aus dem Weg gehen. Die sind ganz speziell, wenn die uns erwischen, sind wir sofort tot. Ganz ruhig, du. Ich habe gerade keinen Pappkarton dabei. Stirb! Ist in Ordnung, du. Ganz ruhig. Likes von GD erhalten. Ich glaube, wir haben es gut wie geschafft, oder? Ganz ruhig.
Da ist einer, der ist einer. Okay. Den habe ich auf dem Schirm, den habe ich auf dem Schirm. Ganz ruhig, Lu, ganz ruhig. Keine Sorge, der böse Mann wird dir nichts antun. Fuck, fuck. Jetzt aber. Da, zu spät. Renne, renne, wir rennen einfach nur durch. Speedrun. Da drüben, wir sind so gut wie am Ziel. Leute, wir haben es geschafft. We are the Champions. Wir sind sowas von die Champions. Endspurt. Speichern. Puh, das war ja was. Ja, eine Passage, die eigentlich sehr schnell zu machen ist, wenn man weiß, wie es funktioniert. Oh, der man einfach nur durchrennt. Oh, sehr schön, wir haben es geschafft. Der letzte Punkt. Gleich ist Amerika wieder vollkommen... Vollkommen, vollkommen. Wisst ihr, was ich meine? Geiles Ding. S-Rang, na bitte. So, mal gucken, was jetzt passiert. Wir haben es geschafft. Sehr schön. Vierfacher Raketenwerfer, Hallöchen. Oh. Oh, guck mal, ja. Ihr könnt auch die anderen Dinge nutzen. Sehr schön. Wir haben es geschafft, Sam. Jetzt umspannt das chirale Netzwerk den ganzen Kontinent. Unsere Nation ist wieder vereint. Wiedergeboren als United Cities of America. Auch wenn Terroristen oder andere uns jetzt angreifen und sogar einen Knoten zerstören können, überlebt das Netzwerk. Alles läuft jetzt über den Strand und der Strand wird uns zusammenhalten. Aber wir dürfen noch nicht ruhen. Einen Job musst du noch erledigen, Sam. Die neue Nation ist noch ohne Führung. Und nur eine Frau ist eine würdige Nachfolgerin Bridget Strands. Eine Frau, die seit ihrer Geburt für dieses Vermächtnis bestimmt ist. Amelie, sie ist da draußen und braucht deine Hilfe. Bring sie nach Hause, Sam. Und halte nach Higgs Ausschau. Vielleicht hat er sie inzwischen schon aufgespürt. Jetzt, da Hedgenot City verbunden ist, sollte sie zu deinem privaten Raum unterwegs sein. Also begib dich dorthin und warte. Wir erwarten Damenbesuch. Ich bin ja zu sehr gespannt. Entschuldigung, ich habe gerade das Mikrofon erwischt. Ich muss dir etwas sagen.
Ich bin die Extinktionsentität. Die chirale Dichte steigt schnell an. Kontakt steht bevor. Es wird empfohlen, sich kampfbereit zu machen. Wiederhole, Kontakt mit unbekannter Bedrohung steht direkt bevor. Katastrophe. Ja, erstmal duschen gehen, ne? Roter Alarm. Ihr kennt das ja von der Enterprise, roter Alarm. Aber wir gehen erstmal duschen. Ja, Mann, so muss das sein. Ihr müsst Prioritäten setzen. Und mir ist halt duschen wichtig. Also, solange das Wasser noch läuft, ne? Das kümmert's mich. Oh, schön. Aber das auch mal abgehakt. Bei rotem Licht duschen. Wir haben schon geduscht. Wir haben normal geduscht. Geduscht in der Sportlage. Geduscht mit einem anderen Mann. Geduscht bei rotem Licht. Na, haben wir das schon mal abgehakt, ne? Muss ja auch mal gesagt werden. Ja, ist gut. Ich hab's kapiert. Oh Gott, das Ding nervt. Gut, meine Lieben, würde ich mal sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir uns der Ursache des roten Alarms widmen. Bis dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen und passt auf euch auf, meine Lieben. Ciao.